Was hast du gerade gesagt? Ich möchte Puppenspieler werden. Ein Puppenspieler? Niemals! Soll er Puppenspieler werden? Ach, wir haben Besuch. Du, sag uns, soll er Puppenspieler werden? Komm hierher und zeig ihm, was gutes Benehmen ist. Los, Dan. Hast du nicht gehört? Guter Junge, schnapp dir jetzt den Schläger. Jetzt frag ihn, was er werden will. Was willst du werden? Ich möchte Puppenspieler werden. Soll er ihn schlagen? Na, worauf wartest du? Stan Laurier. Aufwachen. Aufwachen. Nur ein leichtes Unwohlsein. Herr Laurier, ich bringe Sie jetzt nach Hause. Und diese Gestalt, die nachts durch Ihren Garten läuft und an die Fensterläden klopft, ist die wieder aufgetaucht? Sie waren Richter, Herr Laurier. Vielleicht waren Sie etwas zu hart oder zu streng. Ich kannte mal einen Staatsanwalt, den hat man in seinem eigenen Garten an einer großen Eiche gekreuzigt gefunden. Der hatte einige zum Schafott geschickt. Aber es gab einen, den hat er nur lebenslänglich verurteilt. Tja, und der hat ihn dann umgebracht. Man sollte nie zu milde sein, Herr Laurier. Nein, ich war immer gerecht. Vielleicht zu gerecht. Feigling! Und Sohn eines Feiglings! Komm heraus aus deiner Höhle und stell dich deinem Schicksal! Komm heraus, dass ich dir die Rübe wegpuste!